Moin moin liebe Buddebillen, willkommen zurück zum FIFA 16 Karrieremodus. Wir starten den heutigen Part mit dem Nordderby HSV gegen Werder Bremen und ich will mit dieser Aufstellung hier spielen. Ihr seht richtig, links hinten steht der Brauer. Ich werfe ihn da jetzt einfach mal wieder rein. Ich habe ja gesagt, dass ich eigentlich Santiago Garcia da vielleicht eher einsetzen sollte, damit nach vorne mehr geht mit Lorenzen, weil Brauer doch ein bisschen schlecht ist noch. Allerdings, irgendwann muss er spielen. Irgendwann muss er die ganzen Erfahrungen sammeln und gegen den HSV wird's wohl reichen, oder was? Das ist ja jetzt nicht hier der größte Gegner der Welt. Das ist zwar ein Derby, wir haben auch ein schickes Stadion, aber weghauen können wir sie trotzdem. Dazu haben wir genug Qualität. Allerdings, wenn ich so die Saison mal Revue passieren lasse, muss ich sagen, dass das keine leichten Spiele für uns waren. Ne? Also irgendwie hat man da schon den Derby-Charakter gemerkt und das geht hier jetzt auch schon gut los. Das geht ja auch schon gut los. Boah, Marlon Busch tritt da nochmal gegen, rutscht ein bisschen doof über den Spann, ne? Gibt einen Eckball. Was macht der HSV? Nichts. Oh Gott, Serge Gnabry, was war das denn? Stieber. Oh, kommt da durch. Zu einfach. Aber Serge Gnabry ist da. Stieber verletzt, dreht sich da 400 Mal. So, das spielen wir einfach mal in den Lauf. Wer weiß, ob er gut hinkommt. Oh, der kommt sehr gut. Nein, da wollte ich zu viel. Da wollte ich mit Lorenzen einfach mal an Diekmeyer vorbei. Geht halt nicht so einfach und das war ein Foul jetzt. Da gibt es zu Recht den Freistoß. Na, kommt rein, wieder nicht gefährlich. Also bei Standards, da geht noch mehr für die Hamburger. Aber was machen wir denn da? Die Ballverluste sind viel zu einfach. Aber ich merke schon, ne? So ganz bei der Sache sind die Hamburger auch nicht. Wenn ich mir das hier so angucke, wie die hier spielen, da können wir durchaus ein paar Bälle gewinnen und nach vorne stoßen. Zumindest in der jetzigen Phase. In ein paar Minuten kann das schon wieder ganz anders aussehen. Hier haben wir auch noch Marcelo Diaz. Der ja momentan ein bisschen rummuckt, ne? Spielt zu selten. Beim HSV. Der Retter, der dafür verantwortlich war, dass sie noch in der ersten Liga waren. So, und jetzt habe ich hier keine Anspielstation gefunden. Brauer zu Lorenzen wieder. Komm ich nicht vorbei da? Gibt's doch gar nicht. So, Gnabry. Nein! Oh Gott, was ist da los? Nach hinten. Genau so. Avdijay. Ach, wieso rennt er denn in den Strafraum? Brauer, sehr gut. Oh, abgefälscht! Oh, der sollte wirklich zu Serge Gnabry gehen, aber da war da noch ein Kopf dazwischen. Ich weiß gar nicht, wer es war. Auf jeden Fall sehr ärgerlich. Wir sehen schon, wenn wir Druck ausüben, dann haben die echt Probleme. Dann spielen sie eher nach hinten. Die sind nicht so gedankenschnell, die Hamburger hier im Spiel. Für die läuft es ja momentan ein bisschen besser. Als für die Bremer zumindest. Und schon sprechen die ersten Zeitschriften wieder davon, dass der HSV doch international durchaus rankommen könnte. Also auf die internationalen Plätze kommen könnte. Ist ein bisschen schwierig, ne? Wenn ihr Hamburger Fans seid. Ich glaube, die Bremer und die Hamburger Fans, die sind sich da doch näher gekommen, was die Erwartungen angeht. Aber die Zeitung, ne? Oh, lass mich durch! Ich bin motherfucking Lorenzen hier. Das ist ein Foul. Diekmeyer war das, glaube ich, ne? Klares Foul, da muss es die gelbe Karte für geben. Und die gibt's auch. Ha, gut getroffen, den Dennis. So, was machen wir hiermit? Direkt rein, jetzt gibt's die gelbe Karte. Oder, weiß ich auch nicht, jetzt klippt er einfach so durch. Für Shiplock oder so. Hm, komm, den flanken wir mal rein. Vielleicht kommt da einer ran. Ne. Ah, war nicht gut gemacht. War nicht gut gemacht. Oh, wieso kommen wir da nicht ran? Stiebe, geht jetzt aus? Ne. Und Brauer kommt nicht hinterher.
dranbleiben. Jawohl, Brauer, sehr schön. Na, reicht doch. Für den HSV reicht das. So, Hajrovic. Der Schnabri lief da nicht so richtig durch. Ah, einfach vorbei. Da. Nein. Gib mir den Ball. Verdammt. Irgendwer ist da bei den Hamburgern verletzt. Gnabry, super. Diekmeyer war es sogar. Oh, ich komme da einfach nicht durch. Die machen das ziemlich eng da am 16er. Verteidigen zumindest mit allem an. Also, die wollen auf Nummer sicher gehen. Traoré momentan auch noch nicht so. Gedankenschnell. Afdijay, was macht der denn da? Naja, solange der HSV nach vorne nichts bringt, ist mir das relativ egal. Wir können hier unser Spiel machen. Wo geht der denn hin? Nee, also die Pässe sind hier momentan unter aller Sau. Ja. Was auch immer sich der Hajrovic da gedacht hat. Niklas Stark klärt hier, nimmt den Hamburger den Ball weg. Nein! Oh, puh. Zum Glück. Ich dachte schon, da leiten sie jetzt einen Konter ein. So, Dortmund führt gegen Schalke. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da hätte ich vielleicht gehofft, dass sich da noch was ändern kann. Woran hakt's? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Traoré ist bisher komplett Ausfall. Bringt gar nichts. So, Lorenzen über die Außen. Einfach mal reinflanken. Einfach mal reinflanken. Na, die Flanke war auch scheiße. Traoré zu weit hinten. Kam denn auch nicht schnell genug irgendwie nach vorne in den Bereich, wo es gefährlich werden könnte. Brauer macht das schon stark. Ne? Hier, der Pass hat ein bisschen zu lange gedauert, aber ansonsten zweikampfmäßig ist er auf dem Level. So, ich stelle jetzt einfach mal ein bisschen offensiver. Dass wir da noch mehr Druck ausüben, wenn die da hinten die Bälle hin und her spielen. Ne. Ich meine, die Pässe auf Traoré sind scheiße, aber irgendwie, er ist auch ziemlich träge gerade. Das macht es mir nicht einfacher, wenn er auch nicht zum Ball geht und so. Ach Mann, ey, Lorenzen, lauf doch einfach dahin. Wo ist denn das Problem? Ah, das war auf jeden Fall sehr gut gemacht. Schön den Ball erobert. So, ein bisschen Unterstützung im Mittelfeld hier. Abgefälscht. Und den hat Adler. 60 Minuten gespielt. Wollen wir was ändern oder lassen wir es so, wie es jetzt ist? Kurze Überlegungspause gebe ich mir noch. Jetzt wird's aber erstmal gefährlich. Stieber. Ja, das wird nichts. Dragowski ist da. Kein Foul. Okay. Das ist bitter. Brauer meine ich. Schlechte Pässe. Also, ja, komm, nee, das hat keinen Sinn. Lorenzen bringt da über außen nichts hin. Mané wäre gut. Ja, doch, Mané ist gut. Mané ist sehr gut. Der ist ja auch ein linker Mittelfeldspieler. Der hat Tempo, der ist körperlich gut, der ist dribblingstark und der kann auch mal ein Tor machen. Lorenzen kann das natürlich auch, aber Mané ist da natürlich noch eine andere Qualitätsstufe. Während jetzt hier Ilicevic nicht gut verteidigt wird. Hat noch funktioniert. Gibt sogar einen Abschluss für uns. Also alles halb so wild, aber so langsam sollten wir doch mal nach vorne kommen und ein Tor erzielen. Oh, was machen die denn da? Ah, ein bisschen unter Druck jetzt, ne? Ah, wir kommen nicht in den Ballbesitz, wo wir wirklich auch nach vorne spielen können.
Momentan drängen wir nur zurück. Aber wir können uns selber überhaupt nicht entfalten. Brauer läuft viel, muss man sagen. Macht ein gutes Spiel. Aber halt auch extrem... Ja, weiß ich nicht. Da kommt halt nichts bei rum, ne? So wie bei der gesamten Mannschaft gerade. So. Niklas Stark. Brauer. Herzlichen Dank, Mané. Herzlichen Dank, dass Sie den Weg nach vorne suchen. Manchmal ist es ja schon ein bisschen komisch, ne? Dass der sich da so defensiv reinstellte. Ich komm nicht ran, Alter! Drecks HSV, gib mir jetzt den Ball. Das gibt's doch gar nicht. So. Fürchterlich. Ach, dann werfen die sich da rein und kommen wieder zwei Minuten lang am Ball, ne? Ja, das ist doch immer dieselbe Scheiße. So, jetzt haben wir wieder Abstoß. Wie machen wir das? Wird der HSV hier aggressiv? Nee. Der kommt auch nicht ran hier. What the fuck? Da soll der gar nicht hin. Oh, es klappt auch nicht hier mal so ein Einzelding. Einfach vorbeilaufen oder so. Aber Mané, schaut euch das an. Einfach abgelaufen. Einfach abgelaufen. Jawohl, Foul. Klares Foul. Das ist es nicht. Das ist unglaublich. Wie kann man so destruktiv spielen, HSV? Wie kann man so destruktiv spielen? Es ist doch klar, dass wir da nichts bei rumkriegen an Angriffen, wenn die einfach immer nur die ganze Zeit die Bälle hinten rumspielen. Und jetzt ist das Spiel vorbei und es ging kein richtiger Angriff durch. Ich hatte schon langweilige Spiele, ne? Ich muss es wirklich sagen, aber ich hätte nie gedacht, dass ich so ein langweiliges Spiel hier aufnehmen muss. Und das sogar in voller Länge. Schalke hat gewonnen, wir lassen Punkte liegen, bleiben wahrscheinlich Dritter, ne? Ja, da haben wir uns einen guten Vorsprung rausgearbeitet. Aber was der HSV da anbietet, das war ja fürchterlich. Wirklich absolut fürchterlich. So, Brauer 56. Jawohl. Und gute Schritte macht er auch noch. Ta, auch ein gutes Training. Schon 63. Ja, ja, ja. Da muss sich jemand in Acht nehmen, ne? So, was haben wir hier an Nachrichten? Nichts Besonderes. Ich wollte mal schauen. Bei den Jugendspielern. Ich habe jetzt schon eine Zeit lang nicht gespielt und bin nicht mehr auf dem aktuellsten Stand. Ta ist immer noch 15. Wär doch mal erwachsen, Junge. Gibt's doch gar nicht. Ich will dich in meiner Mannschaft haben. So, das nächste Spiel ist auf jeden Fall gegen Nürnberg. Da müssen wir jetzt aber punkten und ich würde sagen, dann nehmen wir wieder diese Aufstellung. Denn nach diesem Spiel sind wir in der Champions League aktiv. Gegen Dortmund. Und da brauchen wir alle Kräfte. Deswegen gegen Nürnberg wieder die zweite Mannschaft und hoffentlich ein bisschen aggressiver. Also der Gegner, ne? Nicht, dass es wieder so ein Ballgeschiebe wird bis zum geht nicht mehr. Aber ich habe da eine kleine Idee. Das habe ich bei FIFA 15 und FIFA 14, glaube ich, auch schon ab und zu gemacht. Dass ich einfach von vornherein in die Defensive schalte. Sodass wir weiter hinten sind und dann über Konter kommen. Ich meine, wir haben schnelle Spieler. Aber so kommt der Gegner natürlich auch ein bisschen weiter raus und spielt nicht immer die ganze Zeit hinten rum mit dem Torwart und so. Ja, jetzt haben sie hier die erste Chance. Naja, nutzen können sie nicht. Aber den ersten Angriff nehmen wir hier mal mit. Vielleicht, na okay, gut. Warten wir ab, bis was nächstgrößeres passiert. Lorenzen, fast vollkommen alleine vor dem Tor. Lorenzen mit dem Abschluss, aber Markreiter. Was ist das denn für ein Name? Markreiter. Stellt sich dazwischen.
So, das wäre die erste richtig gute Chance gewesen. Seit Vollzieher von Hajrović. Manon Busch wird gelegt von hinten. Ohne Chance auf den Ball, kann man sagen. Was gibt er da? Gibt nur die gelbe Karte. Ja, ist auch vertretbar. Rot wäre vielleicht zu viel gewesen. So, und jetzt haben wir eine Freistoßchance, aber keinen guten Freistoßschützen. Ah, doch. Da Hajrović. Natürlich, ich vergesse den immer, den Hajrović. Probieren wir es mal so. Flach genug? Nein, zu hoch. Ich hatte nicht mal zwei Balken voll und der geht zu hoch, ne? Manchmal ist es einfach unerklärlich. Ecke für Nürnberg. Nach 22 Minuten kommt da mal was durch. Kommt da mal was durch. Ein bisschen Angst hatte ich da schon. So, Lorenzen. Abspielen. Traoré. Kann sich da durchsetzen. Jawohl, Traoré. Traoré mit links. Vorbei am Tor. Wie hat er das denn geschafft, den nicht reinzubringen? Links sein schwacher Fuß. Eindeutig. Oh, da wäre mehr drin gewesen. Niklas Stark am 16er. Und Afdijay chippt den da irgendwie rein. Super durchgespielt von Niklas Stark. Afdijay an der richtigen Stelle mit der richtigen Technik. Hier sehen wir es nochmal. Einfach einen Fuß hingehalten, ein bisschen Druck noch hintergezogen. Tja, und dann steht es 1:0. Kurz vor der Halbzeit gehen wir hier in Führung. Das ist ein kurioses Spiel. Also es ist eine komische Art, wie Nürnberg hier die Bälle spielt teilweise. So zum Beispiel. Immer flach und mit sehr viel Druck nach vorne. Und dann kommen wir des Öfteren mal an den Ball. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir uns so defensiv stellen, dass sie dann halt einfach mal den Risikoball versuchen. Vielleicht ist das eine Lösung für schwierige Spiele gegen kleinere Mannschaften. So, und jetzt wollen wir hier vor der Pause vielleicht nochmal das nächste Ding machen. Und nein, Serge Gnabry an den Pfosten, super durchgelaufen. Aber der Schuss war dann letztendlich zu wenig. Die zweite Halbzeit beginnt. Ich habe mal nicht gewechselt, es war, ja, braucht auch nicht gewechselt werden, ne? Lief ja eigentlich ganz gut. Oh, durchgesteckt, kommt Traoré da ran, da kommt er ran. Aber er nicht durch. Alles zu eng. Ja, den ersten Angriff können wir leider nicht setzen. Lorenzen wieder über die Außen. Einfach rein in den Strafraum und wird gelegt. Fällt da ganz schön theatralisch. Also ich weiß nicht, ob das nötig war. Aber nun gut. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Stellt das Bein dazwischen. Komm, ah, Knie gegen Knie fast. Oder Knie gegen oberes Schienbein. Das tut schon weh. So, und jetzt wechseln sie aus und wir bekommen hier die Möglichkeit, einen Elfmeter zu versenken. Oben rechts wird nicht gehalten, jawohl, und damit ist das Spiel doch eigentlich schon entschieden, denn Nürnberg kam irgendwie gar nicht nach vorne und wir führen jetzt hier 2:0 nach knapp 60 Minuten. Das sollte uns zumindest eine gewisse Sicherheit geben und da wir hier immer noch im defensiven Modus sind, wird es wahrscheinlich auch nicht so weit kommen, dass die da komplett alleine vorm Tor stehen oder so. Also da müsste schon einiges falsch laufen, damit wir dieses Spiel noch verlieren. Aber das ist FIFA und hier kann immer einiges falsch laufen, so wie hier gerade. Das war schon wieder kurios. Na gut, Szene geklärt. Niklas Stark wieder in der Offensive. Wieder dribbelt er sich hier durch. Niklas Stark mit dem Ball nach hinten. Der Pass kommt nicht durch. Traoré wäre da gewesen, das wäre ja eigentlich schon das sichere 3:0. Aber Niklas Stark ist halt kein Offensivexperte, ne? Da kann so ein Querpass schon mal misslingen. Halb so wild. Blum jetzt hier abdrängen. Ah, gibt nochmal Eckball. 72 Minuten gespielt. Nürnberg hat 100% Pässe. Kann gar nicht stimmen, denn ich habe schon ein paar abgefangen. Also 100 sind es auf keinen Fall. Dragowski hat das Ding sicher. Und damit ist auch die nächste schwierige Szene für uns irgendwie schon vorbei. Nürnberg kommt zu nichts. So, Traoré, kann ich jetzt hier direkt im Anschluss einmal durchlaufen? Lorenzen, mach ihn, er macht ihn nicht. Wie kann er den denn vorbeiziehen? Das gibt's ja nicht.
ähnlich wie Serge Gnabry vorhin. Oder Traoré auch schon mit dem Linken. Wir schaffen es nicht, das Tor zu erzielen. Bei diesen Situationen, also wenn es danach geht, müssten wir eigentlich alle Spiele gewinnen. Aber das ist dann unser großes Manko, ne? Dass wir die Dinger nicht machen. Und dann sieht es halt manchmal schwierig aus. Und andere Spiele gewinnen wir dann 5:0, weil die reingehen, die Dinger. So, Lorenzen, ganz alleine, macht er es jetzt, nochmal quergelegt, Lorenzen, den macht er, 3:0, oben rechts ins Eck, ja, keine Chance für den Torwart, ein bisschen Glück, dass ich da nochmal an den Ball kam, aber bis jetzt kann ich mich nicht beschweren, 80 Minuten gespielt, 3:0, wichtige 3 Punkte, ja, vielleicht hätte ich da nicht querlegen sollen, aber letztendlich hat es funktioniert und ich habe das Tor machen können, Melvin Lorenzen, war doch noch ganz okay. Afdijay, wir befinden uns in der 89. Minute. Dennis Afdijay, der Schuss. Stark. Aber Wolf pariert da gut. Und hat ihn dann auch noch im Nachfassen sicher. Schade, das wäre hier nochmal was. Dennis Afdijay macht ein ganz solides Spiel hier. Spielt gute, ruhige Pässe, auch nach vorne. Aber jetzt passiert anscheinend nichts mehr. Die Nachspielzeit ist schon angebrochen und eigentlich auch schon fast vorbei. Das ist ein sicherer Sieg für uns. Endlich mal wieder nach der letzten Zeit. Da war es ja immer doch ein bisschen enger. Und wir können ruhigen Gewissens hier die 3 Punkte mit nach Hause nehmen. War ein grundsolides Spiel. Bayern hat gewonnen. Schalke hat auch gewonnen gegen den HSV. Das ist auch immer schön zu sehen. Und jetzt spielen wir gegen Dortmund. Wenn die schon in der Bundesliga vor uns sind, dann wollen wir natürlich in der Champions League gegen sie gewinnen, sie raushauen. Und der Brauer, wir sehen es, er hat ein sehr gutes Training gemacht. Zweimal B, einmal D. Reicht für eine 57. Reicht natürlich nicht jetzt, um in der Champions League zu spielen. Aber was soll's. Ich sehe aber gerade was Böses. Spieler verletzt. Serge Gnabry. 3 Wochen. Kniesehnenreizung. Ach. Ja, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Aber jetzt spielen wir eh mit dem Mann. Schauen wir mal, habe ich den da überhaupt mit? Ja, ich habe ihn mit, da muss ich ihn rausnehmen. Wer soll dafür mit? Hajrović, nehmen wir Hajrović erstmal mit auf die Bank. So, mit dieser Aufstellung werden wir dann auch gegen Dortmund ran. Sollte eigentlich ganz gut sein. Wir haben Bergwijn, wir haben Nacho, wir haben Mané, Bartels, Junusovic, Kirchhoff, Garcia, Vestergaard, Rüdiger, Bellerin und Wiedwald im Tor. Alles Top-Leute. Und ich bin guter Dinge, dass wir in diesem deutschen Halbfinale weiterkommen. Und ich hoffe, ihr seid dann dabei, wenn es soweit ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Haut rein, ciao.